Es schaut ja so aus, als wäre jetzt das Ergebnis schon relativ klar, was für ein Zeichen sendet Österreich denn jetzt? Es sind ja extrem viele internationale Journalisten da jetzt nach Europa bzw. in die Welt. Ja, das Zeichen ist mit Sicherheit ein positives. Ich war selber die letzte Woche unterwegs in Großbritannien und wenn man dort sieht, wie sich diese Brexit-Abstimmung ausgewirkt hat, vor allem in Schottland, dann kann das nur als vernünftig, aber auch durchaus wieder herzlich mit einem positiven Zugang für gemeinsame europäische Lösungen aufgefasst werden, weil für die ist Van der Bellen in diesem Wahlkampf unter allen Kandidaten schon im ersten Wahlgang mit Abstand am deutlichsten gestanden und dafür hat er auch geworben, hat sich nicht versteckt, proeuropäische Positionen eingenommen und das ist, glaube ich, wirklich ein großes Signal, das über die Grenzen hinausgeht. Es wurde immer wieder davon gesprochen, dass jetzt so quasi durch die Wahl Norbert Hofers, wenn er gewählt wird, ein Dominoeffekt quasi weitergeführt wird. Ist jetzt quasi Alexander Van der Bellen der Dominostein, der diese Entwicklung womöglich sogar mit aufhalten kann? Ja, manchmal hätte man den Eindruck gewonnen, dass die ganze Welt jetzt noch monatelang nach Österreich blicken wird. Ich glaube, das wird nicht so deutlich der Fall sein, aber bis jetzt ist es in der Einordnung in Europa sicher so. Das hat man überall so gehört. Gleichzeitig ist noch die Abstimmung in Italien über die Verfassungsreform. Die beiden Themen haben alles dominiert. Wie man das in den USA sieht, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das wird dort nicht so breit diskutiert werden. Aber von dem Grundtrend, dass auch positive Wahlbewegungen was erreichen können, und zwar überraschend deutlich, da ist jetzt sozusagen auch eine kleine globale Wende einmal ausgegangen in diesen eher unsicheren, um nicht zu sagen hysterischen und phasenweise dummen Zeiten. Vielen Dank.